da am guten Steiner Friedhof zieht es uns hinauf zu der Gedenkstätte der gefallenen Feuerwehrkameraden. Viele historische Gräber gibt es dort zum Entdecken. Wo kommen wir jetzt zu dem bekanntesten Grab? Die Grabstätte von Ferdinand Reimund. Der hat da in der Nähe gelebt, im Blättertal. Wie gesagt, aber mir widmen sich diesmal der Gedenkstätte der gefallenen Feuerwehrkameraden von Guttenstein. Voller Mystik. Im Alter zerfressen.